Willkommen zurück zu unserem Gothic Let's Play. Und zur. Ja. Zum Ausverkauf im Lager quasi. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Komm. Warte, du Mistkerl. Oh, Alter, der hat eine fette Waffe. Eieieiei. Bruder. Ja, er ist schon besser am Kämpfen, ne? Man merkt, dass er halt schneller zuschlagen kann. Und dass es dadurch halt brenzlig wird. Irgendwo ist, glaube ich, ein Goldsäckchen oder sowas. Irgendwas lag hier rum. Wenn ich mich nicht vertue. Ich kann so gut wie nichts erkennen, aber. Ja, nee. Dann war hier unten doch nichts drin. Ich hatte das irgendwie anders im Kopf, dass da irgendwie auch ein Goldsäckchen liegt. So, hier oben haben wir einmal eine Truhe. Da sind 5 Heiltränke drin. Ja, das hat sich gelohnt. Also ist finanziell auf jeden Fall. Und hier haben wir eine Truhe mit dem Paket drin. Stimmt. So, was für eine Waffe ist das denn? 10 Stärkepunkte fehlt da. Ja, die 10 Stärkepunkte sollten wir vielleicht investieren. Also. Aber Stand jetzt brauchen wir es nicht. Wir müssen jetzt einfach nur ein Bett finden für uns. Ich glaube, im Hotel dürfen wir eigentlich schlafen können. Hier oben haben wir noch ein Goldsäckchen. Lederbeutel. Wunderbar. Ja, ist halt die Frage, wo wir uns anschließen. Wollen wir Magier machen oder machen wir einen Söldner? Ab sofort. Wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Ja, Lord André. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Ich will ein Bett, Hannah. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Was kostet eine Übernachtung? Gar nichts. Gar nicht. Die Paladine kommen für die Unterbringung aller Reisenden auf. Also kann ich hier umsonst übernachten? Ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch 1 oder 2 Betten frei. Gut, danke dir. Haben wir jetzt hier einen Schlafplatz. Sarah pennt hier auch, okay. Die gute Sarah. Schmeiß uns hier ins Bett rein und bis zum nächsten Morgen schlafen. Da wir jetzt schleichen können und ebenfalls Schlösser knacken, könnten wir rein theoretisch auch in die einzelnen Gebäude rein und uns da die Truhen leerräumen lassen oder nicht leerräumen lassen, sondern könnten wir einfach leerräumen, so nicht. Hey, ich bin Zuris, Meister der Tränke. Cool. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Zeig mir deine Ware. Zeig mir. Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gastmeister Daron, der Feuermagier, hat sie mir aus dem Kloster mitgebracht. Fein. Ist das Tabak? Apfeltabak hat er. Gut. Ja, falls wir, also da können wir uns später halt eindecken. Rengaru, mit dem müssen wir uns gleich nochmal beschäftigen. Hakon. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs American ist. American Style einfach, ne? Jeder soll eine Waffe tragen. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Ich glaube dann. Was weißt du über die Banditen? Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige.
Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Ja. Du alleine? Ja. Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Ja. Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Deal, Bruder. Auf jeden Fall. Das ist ja schrecklich. Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ach, erzähl mir nicht so. Du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Okay. Erzähl ich gar nichts mehr. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an, am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Das Bier ist kostenlos. Ich hab nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ich habe es selbst erlebt. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Du meinst den abgerissenen Typen, der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für dich 50 Goldstücke. Und es wird noch viel schlimmer. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Kommt drauf an. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ja, da hast du dir den Falschen ausgesucht. Ich komme von außerhalb, so wie die meisten Händler hier am Marktplatz. So. Wenn du ins obere Viertel willst, geh zu den ansässigen Händlern in der Unterstadt. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Sieh erst mal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung. Und es wird noch viel schlimmer. Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten. Gesehen hätte. Mein Mann sieht das anders. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Ja, ja. Lass dir was einfallen. Werde ich. Kriege ich schon hin. Redet einfach zu viel. Ich habe was anderes gehört. Er erzählt alles weiter. Hallo, Rengaru. Das ist ja schrecklich. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Verdammt, nichts wie weg. Ja, gib erstmal Fersengeld hier. Ja, ja. Renn, Kleiner, renn. Es wird dir nichts bringen. Wer aber da runter guckt und sich da unten eigentlich nachher Leute prügeln, fällt nicht auf. So. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Du erzählst mir jetzt mal, wer du bist. Ich bin nur ein armer Schlucker und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, ja. Was bleibt mir denn anderes übrig? In der Stadt finde ich keinen Job. Okay, verstehe. Verschon dich mit deinem Gejammer. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Okay. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Kein Problem.
Wir werden ihn nicht verpfeifen, weil er zur Diebesgilde gehört und wir von der Diebesgilde tendenziell noch profitieren können. Ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Das Kriegsrecht ausgerufen. Haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen. Sarah, hast du noch eine Aufgabe für mich? Warum soll ich mich denn noch? Spiel auf das Geschäft. Als die Paladine kamen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Hm. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Tja. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe, tja. Ist nichts für uns. Das darfst du keinem erzählen. Das weiß doch inzwischen jeder. Schlimme Zeiten sind das. Wirklich? Das ist ja interessant. Und es wird noch viel schlimmer. Schlimme Zeiten sind das. Das ist ja schrecklich. Das weiß doch inzwischen. Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Ach, hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Mein Mann sieht das anders. Er sollte lieber den Mund halten. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wer ist mir entkommen? Und was ist mit meinem Gold? Ist es mit ihm entkommen? Mein Mann sieht das anders. Er redet Und das hier erstmal? Hier sind 50 Goldstücke. Gib mir Alriks Schwert. Hier hast du es. War ein gutes Geschäft. Sollte lieber den Mund halten. Ja, komm, gib ihn her. Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und kassier das Kopfgeld bei Lord André. Ich muss mich jetzt wieder um meine Kunden kümmern. Wusste ich doch, dass der Hund mir kein Geld gibt. Naja, gut. Wir haben auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Er spricht uns nicht an. Ist nämlich nur eine Stadtwache. Wir müssen mit... Ah, halt, stopp. Wir müssen noch Wolfsfelle zusammen sammeln für Bosba. Ja. Ansonsten, welches Level sind wir inzwischen? Warte mal, B war das, ne? Stufe 4 sind wir. 25 Lernpunkte. Das ist halt so ein bisschen die Frage, was wir machen. Wäre natürlich gut gewesen. Hey. Schnell. Mike, was ist los? Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Ja, ich weiß. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt komme ich hier. Aus der Stadt. So. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Ich komme von drin, aber gut. Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. Klar. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Top, Junge. Machen wir. Mike, du bist mein Mann. Warum nicht? Hier hast du die 10 Münzen. Großartig. Wenn du meine Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Ja, aber tu vor dem Mauern. Bitte einen Gefallen. Komm hier nicht mit irgendwelchen Lappalien. Das kann ich nicht leiden, hörst du? Okay. Alles gut. Hab ich verstanden. Keine Lappalien. Also irgendwas Handfestes willst du haben. Zum Beispiel, wenn Söldner einen Hof überfallen. Oh, die Böden. Naja, die kriegen wir nur kaputt, wenn wir hier... Ja, gut. Mike! Lappalie! Halt! Was? Wollte dich nur mal ansehen. Na, sieht aus, als ob du Geld hättest. Kannst reingehen. Ach nein, was machst du? Das war's mit dir, du Mistvieh. Oh, du wackerer Held. Hast mich gerettet. Hast mir die EP geklaut, du Sau. Ich hätte einfach mit dem Bogen rangehen sollen, so eine Kacke.
Wo haben wir denn eigentlich die Liste von Konstantin? Warte mal. Konstantins Kräuterliste. Heilpflanze, Feuerkraut. Ne, Heilkraut, Feuerwurzel. Nein. Feuernessel. Ach, nicht Feuer. Heil, ne? Genau. Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel. Goblinbeere, Drachenwurzel. Snapperkraut. Krönstöckel, genau, nicht Feldknüterich, sondern Krönstöckel ist der Bums, der so selten ist. Der ist auch einigermaßen weit weg, wenn wir den haben wollen, also. Der ist nicht ganz so einfach zu kriegen. Der Degen hat schon eine nette Reichweite, muss ich sagen. Eine sehr nette Reichweite. Ach Gott, ich muss zwei Schläge mit dem Degen ausführen dafür, dass ich die Fleischpflanzen töte. Aber die geben mir halt auch Fleisch. Und das kann man auch ganz gut braten. Und dadurch, zack. So. Irgendwo hier ist aber auch eine Axt, meine ich. Da rostige Axt. Irgendwo ist hier aber auch eine Ork-Waffe. Liegt hier rum. Speichern wir mal ab. Wir haben lange nicht mehr gespeichert. Da oben haben wir Mollerats, die sind aggressiv, die greifen sofort an. So, das meine ich, wenn man in einem ordentlichen Takt arbeitet. Dann kann man quasi ununterbrochen zuschlagen. Das ist echt stark dann. Wenn man diesen Takt beibehält und der Gegner dagegen nichts machen kann. Ist schon sehr stark meiner Ansicht nach. Da hinten ist ein Feuer. Da sitzen Banditen. Guck an. Da ist die Ork-Waffe. Leichte Ork-Axt. Wie bestellt quasi. So, jetzt ist die Frage, womit brutzeln wir die ab? Wir hätten hier mal Feuerpfeile. 5. Rückwärts laufen, nicht meine Waffe wechseln. Das ist natürlich ärgerlich. Oh nein! Okay, okay, okay. Ich muss aus der Hülle raus wegen den Fleischpflanzen. Die machen das Ganze ein bisschen kompliziert. Das ist gut. Das heißt nämlich, dass wir uns mal eben kurz was reinziehen können, wenn die da gegen die Wand backen. Das machen sie auch nicht ewig, sich gerade. Die bewegen sich langsam. So eine Blauflieder nochmal rein. Klasse Sache. Auch einen Degen gehabt, der gute Mann.
Der hatte... Ach, guck mal, Pfeile, okay. Rumtreiber, auch wieder ein blauer Flieder. So, wir haben jetzt leider keine... Ah, komm. Kriegen wir die auch kaputt, die Viecher? Rostiges Schwert. Da. Ein bisschen Fleisch reinhauen. So. Ich meine, dass hier hinten nichts war, ne? Das ist einfach nur so ein Lagerräumchen quasi. Ein paar Pilze, glaube ich, waren das, ne? Zwei Dunkelpilze oder so. Der Pilz ist auch nicht nichts, ne? Wir brauchen halt den Mana-Boost, dann haben wir noch 5 Mana mehr. Das ist ganz nett. Der Stärke-Boost über die Äpfel ist auch ganz gut. Ich glaube, wir brauchen 25 Äpfel oder so, dass wir den kriegen. Da ist nichts zu holen. Rostige Axt. Gibt es hier noch ein paar Pfeile? Da war eine Truhe, ne? Ah ja, stimmt, wir haben die andere Truhe noch. Die... Läuft denn eine Ratte hinter mir her? Wo kommst du denn auf einmal her? Oh ne, machen wir... Knochen eines Skeletts, Fleischwanze, Fleischwanze. Die lebt sogar noch, die Fleischwanze. Die auch noch. Da haben wir ein rostiges Schwert. Ja, so viel Müll rum, ey. Sapalot, ey. In die Stacheln will ich nicht reinlaufen. Warum ist hier eine Ork-Statue? Okay. Cool, noch ein Pfeil. Ja, dann haben wir den Laden auch ausgeraubt. Wir wollten eigentlich nur die Wölfe töten auf der anderen Seite des Weges, aber na gut. Wenn wir schon mal hier sind. Blaue Flieder. Da oben sind keine Viecher mehr, sondern einfach nur noch ein paar Kräuter. Sollten hier oben liegen. Heilpflanze zum Beispiel. Da oben haben wir irgendwie so ein ganzes Karree voller Kräuter. Irgendwie so Feuernessel und so ganzen Bims alle. Doch nicht? Doch nicht. War nur die Blauflieder hier oben. Toll. Ja, gut. Dann haben wir die auch. Dann haben wir die auch. Da ist noch ein Pilz. Oder ein paar Pilze, besser gesagt. Sehr gut. Feuernessel sogar. Tja, ich glaube, das war's dann, ne? Ihr noch was liegen lassen? Nee, ihr seid einfach nur tot. Gut. Ha, Feuernessel. Feuernessel, nehmen wir auch gerne mit. Die ist wertvoll. Wir haben oben am Leuchtturm, haben wir jetzt noch, den Leuchtturm werden wir, naja, den werden wir noch nicht hinkriegen. Ich glaube nicht, dass wir da oben hochlaufen sollten. Das sparen wir uns, glaube ich, erstmal für später auf. Wobei, gut, da könnten wir rein trotzdem hochlaufen. Hier oben gibt es, glaube ich, ein paar Scavenger, die können wir angehen. Ansonsten, hier vorne haben wir gleich ein bisschen Sumpfkraut. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Aber wo kriege ich den Snapperkraut her? Wo war das denn nochmal? Ja.
Was zum Thema Wolf? So, jetzt haben wir unsere 6 Pelze für Bospa zusammen. Und ja. Aber wenn man es einmal im Takt drauf hat, wie er einen anspringt und wie man ihn abwehren kann, dann geht's, ne? Da haben wir gleich noch mal ein paar Blutfliegen, heile Wurzel. Ich meine, irgendwo ist hier auch gleich das Drachenkraut. Feuer. Wie viele Pfeile? 5 Pfeile noch, gut. So, sehr gut. Ich meine doch, hier irgendwo ist diese Drachenwurzel. Wenn ich mich nicht täusche. Kronstöckel. Der ist hier. Stimmt, der Kronstöckel ist hier. Aber die Drachenwurzel müsste doch auch hier irgendwo sein. War die hier unten? Also ich weiß, dass man hier unten noch nicht hingehen sollte, weil da sind, ja gut, normale Feldwebel, aber die sind stark, klar. Aber die kriegt man noch platt. Aber Waage sind da, glaube ich. Und mit denen fertig zu werden, wird es dann doch schon ein bisschen brenzlig. Ich glaube, hier ist nichts mehr Nennenswertes. So, was wir jetzt machen können, wir können hochlaufen. Blick auf die Uhr, ist viel zu spät schon wieder. Hoppala. Ja, das war die nächste Runde. Guck mal, da oben ist ein cooler Kranz, sage ich mal, in dem Berg, so eine Art Höhle. Sieht ja interessant aus. Von wo ist das? Kommt man da irgendwann später hin? Naja, irgendwo müsste hier dieser blöde Drachenwurz sein. Ich werde da nicht mehr. Bin ich denn verrückt? Ich meine, an so einem Baumstamm war das. Ist das noch ein Stück weiter da oben an dem Baumstamm? 2 Pfeile. Okay. Erwischt. Glafleisch. Nee, auch nicht. Hier an dem Baumstamm, ne? Heilkraut. Heilpflanze. Dann war's das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Heute mal eine längere Folge, weil ich nicht drauf geachtet habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.